So, wir gehen wieder rein, eine neue Runde Asgard Falls. Wir gehen mit der Schwierigkeitsgrad, mit dem Schwierigkeitsgrad auf absolutes Maximum. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber wir checken das einfach mal ab und schauen mal, wie weit wir kommen. Also, die Gegner haben 500% mehr Leben und wir kriegen aber auch 100% mehr Skilltree XP. Also, kann man das hier sehen? Ja, doch. Ja. Also, absolute Endstufe und wir gehen einfach mal rein. Was soll passieren? Ich meine, was soll passieren? Wir sind einfach, ja. Schau mal, was die Gegner hier krass einstecken. Vielleicht kommen wir auch nur bis Runde 10. Wir werden sehen. Ich habe schon einige crazy Builds gesehen in dem Game. Dass sie halt, weiß nicht, 40, 60 Tornados und sowas alles gespawnt haben. Deswegen, wir gehen mal hier auf Wirbelschlag. Der schnattert auf jeden Fall richtig rein vom Damage her, wenn man ein bisschen höher macht. So, Blutungschance, nice, maximales Leben, Ausweichchance, durchdringen. Können wir uns alles nicht leisten? Durchdringen vielleicht? Nee. Nehmen wir nur die zwei mit. Wir machen uns gar nicht so schlecht, also vom Schaden her. Bis jetzt geht's halt noch voll klar so. Ich glaube, der ist ja sowieso nur das Leben erhöht. Boah. Schön in die Kugel reingelaufen. Ist ja wie immer. Ein bisschen näher hier bei den Kollegen. Also die, alle waren noch übertrieben krass. Mit dem Rundschlag in der Combo, denke ich mal, absolut okay. Und diesmal nehmen wir auch mal ein paar passive Skills mit, wie dieser Blitz oder sowas. Halt, ich denke mal, viel, viel besser. Halt, Multiplikator für Crit, Leben, immer super. 18 gleich, Sammelradius, Unterkühlungschance. Jetzt können wir mal alles mitnehmen, das trifft sich doch. Wir müssen ein bisschen mehr Blut einsammeln über die Zeit hier. Und ein bisschen bewegen, auch ein bisschen näher ran an die Gegner gehen. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen zu krass passiv gespielt, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir gedacht, wenn man nah rangeht, dann... aber hier kann man ruhig mal durchlaufen. So, wir nehmen die Raben jetzt noch mit. Einfach nur, um den konstanten Schaden ein bisschen zu erhöhen. Dann hoffe ich immer gleich mal, dass hier ein paar... Da bin ich ein bisschen zu groß in dem Game hier? Naja. Sieht ein bisschen so aus wie bei einem Bildschirm. Naja, ich weiß auch nicht. So. Alle sind am Bluten hier drüben. Sehr gut. Bewegungsgeschwindigkeit, Entzündungschance, physischer Schaden und Kälteschaden. Wir nehmen wir auch wieder alles mit. Bin mir noch nicht sicher, was die nächsten zwei Skills werden. Je nachdem, was wir als vorgeschlagen bekommen, ballern wir natürlich da dann die Punkte rein. So. Das machen wir uns gar nicht so schlecht. Ich denke mal, dass der Endboss halt unzerstörbar sein wird. Ah, durchwerfen war auch krass. Ich nehme das auch mal mit. Mal ein bisschen aufweichen hier. So, hier Fernkampfeinheiten gleich mal wegmachen, bevor die uns noch auf den Sack gehen. So, wir sind jetzt vom Gegner Level 3 her. Weltstufe 3 sozusagen. Was ist denn mit unserem Rekord nochmal? Ich glaube 18, 19 oder 21 oder so. Bin mir gar nicht mehr sicher, das steht auch nirgends. Deswegen kann ich da nur noch vermuten. Ich glaube, wir haben den Boss zweimal umgebracht. Multiplikator für Crit, Bewegungsgeschwindigkeit, Schockchance und Blutungschance. Hört sich alles gut an. Immer rein damit. Wir können ja nächstes Mal nicht einfach alles kaufen, sondern wir können ja mal ein bisschen rollen. Vielleicht finden wir ein bisschen mehr physischen Schaden. Aua. Oder ein bisschen mehr Leben. Ich glaube, am Anfang auf Leben zu gehen, ist ein absoluter Key in dem Game. Aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal. So. Dann Kralle, klar. War eh klar, oder? Dass wir auf Kralle schon wieder gehen. So.
Ich glaube, dass wenn man sich auf so ein Bild fokussiert, dass man nur ein Skill nimmt, zum Beispiel jetzt hier diesen Tornado oder so, das muss bestimmt auch übertrieben krass sein. Können wir in der nächsten Runde machen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben hier. Uiuiui. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegner ein bisschen schneller laufen wird in dem anderen Modus. Kälteschaden, Multiplikator, Crit, Rüstung, Blitzschaden, sehr geil. Let's go. Ich kann ja gleich mal reinfragen in die Runde, wenn The Forest endlich die Updates fährt, ob da jemand Bock drauf hat auf Let's Play The Forest. Kann ja sein, dass das Game sowieso keinen mehr interessiert. Ich würde da aber ganz gerne mal reinschauen. Vielleicht hat sich ja nicht irgendwas Krasses geändert. Nur so ein paar Kleinigkeiten. Weil ich meine, wir haben es ja schon mal durchgespielt und es war zwar noch winzig, das Game zu der Zeit, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. So, die Klaue natürlich. Also jetzt stacken wir die hier mal ein bisschen ab, damit wir gleich unseren Schaden da mal ein bisschen reinscheppern können. So, jetzt, au, 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 au. So, wäre mal ein Apfel ziemlich geil hier an der Seite. Vielleicht irgendjemand ein Apfel? Nee. Bestimmt Lebensregeneration haben wir noch gar nicht gefunden. Oh oh. Sieht nicht gut aus. 30 Leben haben wir noch. Uiuiui. Achso, jetzt haben wir ja die Angriffsgeschwindigkeit hat sich doch verdreifacht, oder? Nee. Wenn wir jetzt das Leben auf 20% runter haben. Naja. Ich will mal durchlesen. Kritische Trefferchance, Blutungschance, Durchdringen und Ausweichrolle haben wir 2. Und gleich in den Gegner reingerollt. Na, das war ja eine sehr kurze Runde. 7 Minuten. Mensch, da haben wir lange überlebt. Aber ich meine, es ist auch das Maximum an, wie sagt man, an Qual hier. Ich würde die Diablo-Spieler sagen. Qual 5? Nee. So, wir schauen mal in den Talentbaum rein. Wir haben einen Punkt gekriegt. Das heißt, wir können hier so einen rasenden Angriff freimachen. Wenn du 20 Feinde besiegst, erhältst du einen Stapel rasender Angriff. Der Stapel rasender Angriff erhöht dein Angriffstempo um einen physischen Schaden um 1%. Maximal 50 Stapel. Dann werden zurückgesetzt, wenn du ständig Schaden nimmst. Das heißt, schadensfrei. Absolut krass. Das hauen wir jetzt mal rein. Und dann ja, sehen wir uns leider in der nächsten Runde. Ich denke mal, das Video kommt den nächsten Tag gleich raus. Also von daher, ja, ich habe heute unfassbar wenig Zeit. Deswegen, ja, müsst ihr leider mit dem kleinen Video vorlieb nehmen. Ja, aber danke fürs Reinziehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.